So, und was haben Sie erreicht? Sie haben das gesagt, Herr Bundeskanzler Scholz. Die Einflusssphäre hat sich verschoben. Ja, welche Einflusssphäre? Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland. Die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Und was ist der Preis dafür? Junge Männer sterben. Es sind Ukrainer genauso wie Russen sterben jetzt. Und geopolitisch haben Sie Russland in die Hände von China getrieben. Russland war immer eine europäische Macht und Sie haben sie in die Umarmung von China getrieben. Und sagen Sie nicht, Sie waren nicht gewarnt. Es warnten genauso die Russen schon vor 15 Jahren. Wladimir Putin hat hier gesprochen im Deutschen Bundestag. Damals wurde er beklatscht. Er hat 2007 bei der SIKO in München gesprochen, hat uns eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur angeboten. Und Sie haben das alles ausgeschlagen. Ihre eigenen Leute haben Sie gewarnt. Admiral Schönbach noch vor einem Monat. Das alles haben Sie ausgeschlagen. Sie haben alle Warnungen ignoriert. Und das Ergebnis ist Krieg in Europa. Und dafür tragen auch Sie eine Mitverantwortung.